was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist die Weser. Es geht jetzt schön flussabwärts, ganz entspannt. Ich bin jetzt aktuell bei 62 Kilometern und es ist jetzt so irgendwas bei 17 Uhr. Mal gucken, ich denke mal, die 100 werde ich heute noch voll kriegen. Das werden dann so 1,5 Stunden sein. Ne, 2 Stunden. 2 Stunden, 2 Stunden 30 so ungefähr. Und dann werde ich ganz entspannt mir einen Schlafplatz suchen und die Nacht bei bestem Wetter genießen. Ein wunderschöner Weg. Ich kann mich fast nur rollen lassen. Ich muss nicht mal richtig dämmeln. Da bin ich. Es ist einfach wunderbar. Das Wetter ist genial. Ich feiere es einfach nur. Natur ist schon was Schönes. Und Berge, soweit das Auge blicken kann. Servus. Und Vögel. Achso, übrigens habe ich mit der Mama telefoniert und die hat gemeint, Wacholder, sag ich, weil jetzt wollte ich schon sagen Wacholderbeeren. Holunderbeeren kann man roh nicht essen, aber man kann sie kochen. Aber die sind sehr, sehr herb vom Geschmack, also bräuchte ich, wenn dann Honig oder Zucker noch extra. Da habe ich mir so überlegt, ach komm, lässt es sein. Haferflocken habe ich jetzt auch noch nicht, deswegen. Ich habe jetzt mal so von der Bäckerei, da habe ich noch was. Das wird auf jeden Fall heute mein Abendbrot und morgen zum Frühstück wird es wahrscheinlich auch noch reichen. Und dann ist ja schon Freitag und über den Rest mache ich mir den Morgen Gedanken. Einfach in den Tag reinleben. Mal schauen. Noch bin ich hier, noch geht's mir gut. Also, was soll's. Wird schon alles gut gehen. Leute haben echt einen ernsten Blick drauf. Ich frage mich wirklich, wo könnten nicht lächeln? Bei so einem schönen Wetter draußen sein.
die Mama ist 20 Meter weiter vorne und das Kind schreit, warte. Da muss er mal mit dem Fahrrad ein bisschen mehr dämmeln. Der kommt auch hinterher. Ist das nicht geil? Wasser hat schon was Atemberaubendes, was Anziehendes. Und ich war noch nicht einmal baden seit der Tour. Ich hatte mir vorgenommen, immer wenn ich unterwegs bin, mindestens einmal irgendwo, wenn ich Wasser sehe, mal reinzugehen. Aber ich stelle mir gerade so vor, es ist bestimmt schweinekalt. Vielleicht mache ich es noch. Mal gucken. Aber gerade bin ich nicht so in der Motion. Weiß nicht. Komischerweise Anfang des Jahres war ich in der Nähe von Groß Bembach, am Stausee in Groß Bembach war ich bei 4 Grad kalten Wasser baden. Aber jetzt, wo es so warm ist, da traue ich mich nicht ins Wasser. Oder habe ich nicht. Trauen ist auch das falsche Wort. Habe ich nicht so wirklich Lust. Keine Ahnung. Manchmal bin ich komisch. Ich bin relativ oft komisch. Das kann ich gut. Guck doch mal hin. Ist das nicht geil? Ja, es ist nicht geil. Schön. Da mal die Angel auswerfen. Angelschein wäre auch nochmal eine Maßnahme. Einen Angelschein machen und dann, wenn ich unterwegs bin, einfach so eine kleine Angel mitgenommen. Natürlich dann nicht illegal angeln, das fällt aus. Aber vielleicht ist ja Deutschland schon so weit, dass man sagen kann, gut, ich melde das digital an, kriege dort die Bestätigung, kann das irgendwie überweisen, also den Betrag für den Fischereischein für bestimmte Gewässer und kann dann irgendwo angeln, wo ich gerade bin, wo halt Wasser ist, wie zum Beispiel jetzt hier an der Weser. Oh, dann kann ich mir abends eine Fischsuppe machen. Oh, nice! So, meine Leute. Nicht meine Leute, ihre Leute, die Leute. Die Damen und Herren, die werten Geschöpfe der Erde. Ich mache jetzt mal weiter. Oh, 40 Kilometer, 35 Kilometer schrubben. Versuchen zu schrubben. Und dann heute Abend oder morgen früh. Irgendwann werde ich mich nochmal melden. Oder zwischendurch. Bis dann und habt euch wohl.